Australien. Woher kommst du? Ich komme aus Australien. Wo bist du? Ich bin in Australien. Wohin fliegst du? Ich fliege nach Australien. Ich reise nach Australien. Und noch einmal? Woher kommst du? Ich komme aus Australien. Wo bist du? Ich bin in Australien. Wohin fliegst du? Ich fliege nach Australien. Ich reise nach Australien. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Modalverben setzen wir ein. Ich kann heute nicht kommen. Ich muss lernen. Ich kann heute nicht kommen. Ich muss lernen. Er soll zuerst seine Hausaufgaben machen. Dann kann er spielen gehen. Er soll zuerst seine Hausaufgaben machen, dann kann er spielen gehen. Ihr dürft hier nicht Fußball spielen. Und noch einmal. Ich kann heute nicht kommen. Ich muss lernen. Er soll zuerst seine Hausaufgaben machen. Dann kann er spielen gehen. Ihr dürft hier nicht Fußball spielen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Dich oder dir, Akkusativ oder Dativ, setzen wir ein. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich kann dir jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich dich etwas fragen? Ich werde dich auf die Party einladen. Ich finde dich langweilig. Ich besuche dich gerne.
Gefällt dir dieses Lied? Und noch einmal. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich kann dir jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich dich etwas fragen? Ich werde dich auf die Party einladen. Ich finde dich langweilig. Ich besuche dich gerne. Gefällt dir dieses Lied? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Er. Ihn oder ihm setzen wir ein, Akkusativ oder Dativ. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. Ich kann ihm jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich ihn etwas fragen? Ich werde ihn auf die Party einladen. Ich finde ihn langweilig. Ich besuche ihn gerne. Gefällt ihm dieses Lied? Und noch einmal. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. Ich kann ihm jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich ihn etwas fragen? Ich werde ihn auf die Party einladen. Ich finde ihn langweilig. Ich besuche ihn gerne. Gefällt ihm dieses Lied? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Sie oder ihr setzen wir ein. Ich gratuliere ihr zum Geburtstag. Ich kann ihr jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich Sie etwas fragen? Ich werde Sie auf die Party einladen. Ich finde Sie langweilig. Ich besuche Sie gerne. Gefällt ihr dieses Lied? Und noch einmal. Ich gratuliere ihr zum Geburtstag. Ich kann ihr jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich Sie etwas fragen? Ich werde Sie auf die Party einladen. Ich finde Sie langweilig. Ich besuche Sie gerne. Gefällt ihr dieses Lied? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bilden wir aus den Nomen Verben. Dazu kommt eine Präposition.
Die Überzeugung überzeugt von Dativ. Der Bericht berichten von Dativ oder über plus Akkusativ. Die Handlung handeln von Dativ. Die Sprache sprechen mit oder von plus Dativ. Über plus Akkusativ. Der Traum träumen von Dativ. Die Erwartung erwarten von Dativ. Die Forderung fordern von Dativ. Und noch einmal, die Überzeugung überzeugt von Dativ. Der Bericht berichten von Dativ oder über Akkusativ. Die Handlung handeln von Dativ. Die Sprache sprechen mit Dativ, von Dativ oder über Akkusativ. Der Traum träumen von Dativ. Die Erwartung erwarten von Dativ. Die Forderung fordern von Dativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir Pronomen ein. Akkusativ oder Dativ? Sie standen ihr bei. Es beschloss es. Sie verweigerten sie. Es missfiel ihnen. Sie widersprachen ihm. Ich habe ihm darauf geantwortet. Ich habe sie ihm beantwortet. Und noch einmal. Sie standen ihr bei. Es beschloss es. Sie verweigerten sie. Es missfiel ihnen. Sie widersprachen ihm. Ich habe ihm darauf geantwortet. Ich habe sie ihm beantwortet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! C1 DSH Schreiben. Globalisierung der Esskultur. Auf der ganzen Welt gibt es viele Filialen von McDonald's und die Zahl der Filialen nimmt immer weiter zu. Dieser Trend verändert das Essverhalten.
und wird häufig diskutiert, ob es gut für die Menschen ist. Interessante Daten zu dieser Fragestellung liefert die Grafik Umsatz von McDonald's und die Landkarte Eröffnung von McDonald's-Filialen. Bei der Landkarte gibt es fünf verschiedene Farben, die fünf Zeiträume zeigen. Von 1940 bis 1969 gab es McDonald's nur in den USA, aber nach und nach breitete sich die Kette auf der ganzen Welt aus. In der Grafik stammen die Angaben von der McDonald's Corporation und sind in Milliarden US-Dollar dargestellt. Im Zeitraum von 1975 bis 2008 geht die allgemeine Tendenz dazu, dass die Zahl der Filialen kräftig steigt. Beachtlich ist der Sprung von 1995 auf 2005, als sich die Kette in Russland und China ausbreitete, nämlich von 10,1 auf 20,4 Milliarden US-Dollar. Bei der Diskussion geht es um zwei Meinungen. Die ersten denken, dass die neue Esskultur negativ ist, weil das Fastfood ungesund ist und die traditionelle gesunde Esskultur zerstört. Aber die andere meint, dass der Wandel des Essverhaltens nicht so schlimm ist. Ich bin der ersten Meinung. Natürlich gibt es auch viele Vorteile bei der zweiten Meinung, aber ich glaube, dass es mehr Nachteile als Vorteile gibt. Zum Beispiel enthält ein Hamburger viele verschiedene chemische Inhalte. Diese verursachen bei Kindern und Jugendlichen allergische Reaktionen. Und Fastfood hat zu viel Fett. Deshalb sind die Leute, die das zu häufig und zu viel essen, unglaublich dick und ungesund. Natürlich ist es einfacher, als zu Hause zu kochen, wenn man nicht genug Zeit hat. Aber wenn sie sich oft von ungesundem Essen ernähren, werden sie auch schwach, so schnell wie das, was sie schnell essen. Aus diesem Grund würde ich sagen, dass diese neue Tendenz nicht besonders gut ist. In meiner Heimat, Korea, gibt es auch viele Fastfood-Restaurants wie McDonald's, die zurzeit eher mehr werden. Die meisten Menschen arbeiten fleißig und haben nicht genug Zeit zu genießen. Wahrscheinlich bekommen sie viel Geld, aber sie sind fast alle krank. Sie essen immer schnell und unbequem. Aber diese Bequemlichkeit und die Schnelligkeit schadet ihnen. Mehr Informationen stehen unten und alle Links zum Video unten in der Beschreibung des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Kasus: Wann steht der Dativ und wann der Akkusativ? Verben, die immer mit Dativ stehen: helfen, gratulieren, schmecken, gehören, gefallen, schaden, nutzen oder nützen, gelingen, misslingen. Mir geht es gut. Mir ist heiß. Dienen, danken, antworten.
Verben, die mit Dativ und Akkusativ stehen. Sagen und die Synonyme erklären, erzählen, mitteilen, nennen. Geben und die Synonyme schenken, schicken, senden, bringen. Setzen wir die richtige Präposition und den korrekten Artikel ein. Er ist in Frankfurt. Er ist in der Schweiz. Er ist in Paris. Er ist in Wien. Er ist in den USA. Er ist im Irak. Er ist in München. Und noch einmal. Er ist in Frankfurt. Er ist in der Schweiz. Er ist in Paris. Er ist in Wien. Er ist in den USA. Er ist im Irak. Er ist in München. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen wir die richtigen Präpositionen und den korrekten Kasus ein. Er ist bei Theo. Er ist im Kindergarten. Er ist in der Pause. Er ist bei dir. Er ist auf der Terrasse. Er ist unten. Er ist im Keller. Und noch einmal. Er ist bei Theo. Er ist im Kindergarten. Er ist in der Pause. Er ist bei dir. Er ist auf der Terrasse. Er ist unten. Er ist im Keller. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.